Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen Palworld. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die letzten Tage seit Release des Spiels haben die Zuschauer und auch Gamerzahlen auf Steam ordentlich zugelegt. Es geht in Richtung, dass es das meistgezockte Spiel aller Zeiten auf Steam werden könnte. Gestern noch auf Platz 3 gewesen. Hat es sich mittlerweile, ich glaube, es liegt so knapp hinter PUBG, den zweiten Platz gesichert und ist weiter auf der Überholspur. Der ein oder andere hat es von euch natürlich schon mitbekommen. Auch die Pokémon Akademie hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet, weil die sagen, die Figürchen, die ihr da in eurem Spiel benutzt, sehen uns doch verdächtig nach unseren Pokémon aus. Und wenn wir jetzt allein mal auf dem Hauptscreen hier sind, also gerade der Typ hier unten, hier hat's mal nochmal einen Körper unten dran, aber der sieht mir verdächtig nach Pummeluff oder Knuddeluff aus. Ja, was mal rumkommt, das werden wir die nächsten Tage und Wochen sehen, ob es zu einer Anklage kommt. Wir sind auf jeden Fall heiß gespannt, wie das Ganze weitergehen würde. Kurz was in eigener Sache. Wenn ihr meine Videos feiert und mehr davon in Zukunft sehen wollt, dann würde ich sagen, dann abonniert doch den Kanal. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal ins Game rein. Ich habe dort nicht reingeschaut, das heißt, ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen, wir gehen rein. Wir beginnen ein neues Spiel. Das ist eine Testwelt gewesen, die ich eben gemacht habe, wo ich ein paar Einstellungen jetzt für den Stream vorgenommen habe. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt nochmal erneut. Und lassen das Ganze auch so. Pipergoss Islands klingt irgendwie ganz cool. So, Schwierigkeitsgrad normal. Wir bestätigen. Einstellung abschließen, das Spiel beginnen. Jawohl. So, nein. Hier machen wir den aktuellen Namen rein. So, wir beginnen das Ganze mit, ja, ich weiß gar nicht, ob der Charakter einen Namen hat. Voreinstellung, okay. Ich würde sagen, wir bleiben bei einem weiblichen Charakter. Und zwar habe ich Bock, dass wir so eine Art Amazonenkriegerin machen. Passt das natürlich auch super, ne? Oder hier. Den pinken Haaren. Ich würde fast sagen, bleiben wir hier. Dann geht es weiter zum Körper. Okay, ist männlicher Body. Und dann schauen wir uns mal den Torso. Okay, Schlange. Okay, das ist ein bisschen dünn. Alter Schwede. Leute. Also da muss die Einstellungssituation hier auf jeden Fall mal ein bisschen angepasst werden. Das ist ja unfassbar unförmig. Ach du Scheiße. Als hätte die Hände in den Taschen. Aber wir wollen es ein bisschen natürlicher machen. 50% war ja der Ausgangspunkt. Ich würde sagen, ein bisschen mehr, weil eine Amazonin, die ist auf jeden Fall, die hat gut Muskulatur. Guck mal, wie das mit 60 aussieht. Die Armgröße auf jeden Fall, Beine auch. Armgröße. Auf jeden Fall auch ein bisschen dicker. Ich glaube, 50 war ja eh die Voreinstellung, ne? Was ist mit 60? Ja, ist ein bisschen zu krass, weil das sieht dicklich aus. Die soll sportlich aussehen. Machen wir mal 55. Den Torso würde ich tatsächlich ein bisschen wegnehmen. Würde ich sagen, auch 55. Und die Beingröße, weil die sind ja untrainiert, ne? Das sollen ja trainierte Beine sein. Die machen wir ein bisschen schlanker. Die machen wir, oder? So sieht es doch förmlich aus. So, weiter zum Gesicht. Wobei, ich würde sagen, das Gesicht sieht ganz gut aus. Mir fast ein bisschen zu comichaft. Wobei wir da, glaube ich, nicht viel dran ändern können. Aber die Geräusche sind ziemlich laut. Muss ich gleich nochmal in den Einstellungen mal ein bisschen den Sound runternehmen.
Sieht sehr weise aus, die Augen, oder? Sehr streng. Wir können auch, glaube ich, ein männliches Gesicht nehmen. Ja, passt auch. Divers am Start. Oder vielleicht lassen wir einfach das hier, oder? Das sieht doch soweit gut aus. Dann können wir hier die Augen anpassen. Oh, sieht auch krass aus. Und ich würde sagen, das passt richtig gut. Ne, das war auf jeden Fall das. Haare. Ja, ich würde sagen, die sieht schon ziemlich krass nach einer Amazonenkriegerin aus. Ja, das ist sehr verspielt. Ja, ja. Was sind das oben auf dem Kopf? So eine Alfalfa-Locke. Kurz. Lange Haare wären mir ja lieber. Oder das sieht auch nicht so schlecht aus. Oder? Das sieht cool aus. Wobei ich sagen würde, wir bleiben vielleicht hierbei, oder? Das sieht schon sehr krass aus. Haarfarbe. Weiß nicht, was Buntes vielleicht. Rot. Nee. Ich würde tatsächlich hier bei dem braun, brünett, schwarz oder was ist einfach bleiben. Stimme. Ja. Ja, das vielleicht. Jawohl. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Okay. Spiel beginnen. Okay, also wir sind irgendwie auf einer einsamen Insel wahrscheinlich gestrandet. Die Türme sind der Schlüssel. Okay. Also bis jetzt Standardeinstellung. Rennen, okay. Dann hier wahrscheinlich Verteidigung. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehen wir hin? Also wenn wir eben mit dem Schiff gelandet sind, warum sind wir auf einmal in einer Höhle? Wir gehen mal eben in die Einstellungen rein. Und passen. Genau, mal eben den Ton an. So, die Gesamtlautstärke mal. Ja, ein bisschen runter. Und ansonsten, die Soundeffekte waren recht laut. Die machen wir auch alles mal ein bisschen runter. Yes. Okay. Alles ein bisschen trostlos. Oh, unsere erste Kiste. Krass, F. Feine Goldmünze, kleine Palseele. Okay. Wir können schon irgendwas bauen, aber wollen wir hier drin schon irgendwas bauen? Nö. Ah, okay. Wir können eh nicht weiter. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite aus der Höhle raus. Aber wir werden hier trotzdem noch ein bisschen erkunden. Okay. Ist da unten Eingang?
Nee, man sieht nichts. Ich glaube nicht. Nee. So, was ist das? Sieht aus wie eine erste Waffe. Ein Dolch. Nee. Du hast Notiz eines Schiffbrüchigen. Okay. So, gibt es hier ein Inventar? Mehr über dessen Reise im Optionsbildschirm. Wo ist denn der Optionsbildschirm? Baumenü. Ist das der Optionsbildschirm? Eine Werkbank. Die bauen wir aber noch nicht. Oh, Moment, es geht doch weiter. Es geht doch weiter. Wir erkunden erstmal ein bisschen. Okay, da hinten ist auch irgendwie ein Ei. Da laufen die ersten Pals oder Pals rum. Gibt es eine Map? Ja, eine Map gibt's. Okay, das ist schon mal gut. Goldmünzen, Pfeil. Wenn wir Pfeile haben, dann müssen wir uns doch wahrscheinlich einen Bogen herstellen können. So, von da oben kamen wir. Moment. Und dann geht's jetzt nicht darunter, weil die Treppe fehlt. So, ist halt die Frage. Ach, krass. Okay. Kann ich hier auch? Können wir hier hoch? Okay, krass. So, jetzt ist die Frage, sind die friedlich oder nicht? So, okay, das hat ein bisschen was von Fortnite. Können wir hier mit Fäusten den Felsen zertrümmern? So, okay, da geht es noch weiter runter. Also wir sind jetzt hier am Strand. So, und wir brauchen für alles Energie. So, dann schauen wir noch mal, ob die friedlich sind. Hello. Okay, machen können wir nichts. Also die scheinen alle erstmal friedlich zu sein. Okay, viel Loot gibt es nicht. So, die Frage ist, kommen wir hier irgendwie an dieses Ei dran? Yes! Okay, das ist geil. Das haben sie gut gemacht. Ein gewöhnliches Jumbo-Ei. Krass, okay, wir können anscheinend irgendwie glatte Wände hochlaufen. Okay, wollte ich eigentlich nur testen. Okay, kommt der andere auch an? Sorry, sorry. Okay, Fleisch und Ei kriegen wir. Das ist schon mal gut. Müssen wir wieder da hoch? Sammle herabfallende Äste oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Eine Palsphäre. Ah, okay. Okay. Nee, die Büsche können wir nicht einsammeln, aber die Äste. Schau dir den Survival Guide an. Okay, krass. Ja, das ist einiges. Steuerung, Tastatur.
Spielziel. Besiege Bosse der Türme jeder Region. Okay. Müssen wir uns aber jetzt nicht alles durchlesen. Wir schauen mal auf die Map. Ich glaube, wir laufen hier runter zum Strand. Da ist eh nichts. Aber wir werden das hier auf jeden Fall mal erkunden. Und wir müssen hier hin. So, das heißt, wir werden hier ein bisschen looten. Gleich mal irgendwo die Werkbank bauen. Und dann dieses Areal weiter erforschen. Okay, da sollen eigentlich Äste runterfallen, wenn ich das mache. Ja, einer. Ein Ast. Ein so Dungeon betreten, Höhle der sanften Hügel. Wir haben weder eine Waffe noch irgendwas anderes. Ich würde sagen, das lassen wir lieber erstmal. Da blinkt was. Ist wieder so eine Palsphäre wahrscheinlich. Ja. Okay, du hast ungenutzte Statuspunkte. Sehr gut. Gucken wir uns gleich mal an, was das bedeutet. So, und ein Level sind wir wohl auch irgendwie aufgestiegen. Okay, können wir nicht einsammeln. Oh, da ist irgendwas, was wahrscheinlich ganz gut ist. Ein Ei. Und Liv-Munk-Statue. Okay. Ja. So. Ich würde sagen, wir packen hier jetzt einfach mal eine primitive Werkbank hin. Zack. So. Dann wählen wir ein Rezept. Ah, okay. Stein und Holz haben wir ein bisschen was. Eine Spitzhacke. Damit können wir wahrscheinlich diese großen Dinger da abbauen. So. Benötigtes Handwerk. Ach, ich muss die. Okay, ich muss die selber auch produzieren. So. Ja, das geht wesentlich schneller. Bauen wir den mal ab. Und die beiden da vorne auch. So, und immer schön Loot mitnehmen. Da glitzert schon wieder was. Oder wir haben es eben einfach nur übersehen. Da müssen wir gleich mal gucken, wofür die Dinger da sind. So, ist das schon Felsen hier? Nee. Nee, die Kleine hier auch nicht. Nein. Ja, das gilt als Baum. So, und die bauen wir jetzt einfach ab. Alles, was glitzert, ist irgendwas Krasses. Jetzt habe ich das Ding natürlich am Arsch der Welt gebaut. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier alles einmal produzieren können und ja, laufen weiter. So, das heißt, wir haben die steinerne Spitzhacke. Die Umgebung erhält, kann theoretisch auch für den Nahkampf verwendet werden. Kostet nur 2. Wir haben aber nur 5 Steine. Die kostet nur Holz.
und die Steinaxt nicht sonderlich scharf, aber die machen wir trotzdem mal. So. So, erhalten. Okay, gut, können wir hier einmal durchwechseln. Und jetzt können wir eh nur noch die Keule machen. Machen wir die Keule. Reparatur. So, weiter geht's. So, sind wir jetzt? Ja, wir sind hier unten. Okay, dann würde ich sagen, einmal zurück. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die Viecher alle platt zu machen. Weil er sieht sehr stark aus. Mit dem sollten wir uns lieber nicht anlegen. Okay. Du hast ungenutzte Statuspunkte. Was heißt das? Escape. Optionen. Ja. Inventar. Ah! Okay, das wird hierfür sein. Ich habe 2 Punkte. Arbeitstempo. Arbeitstempo ist immer ganz gut. Gewicht, was wir tragen können wahrscheinlich. Das ist schon mal gut. Und vielleicht Angriff. Ja, bestätigen. Okay. Okay, sie sind wieder nachgespawnt. Das heißt, wenn wir die platt machen, kommen die irgendwann wieder. Krass. Einfach die Wand hochlaufen. Der war eben noch nicht da, meine ich. Könnte das heißen, dass der angreift? Nö. Wir hüpfen die Wand hoch. Ne, da können wir nicht rein. Hier sind relativ viele Sachen versteckt. Also ich glaube, hier lohnt es sich, immer mal zu gucken, ob hier irgendwas liegt. So. Zurück. So, und da sind wir wieder. Hier müssten wir, ja genau, das ist die Höhle, wo wir ja eben schon waren. Ah, es wird dunkel. Okay, da hätten wir die Fackel für gebraucht. Okay, wer ist er? Ach, Schnellreise, okay, braucht man doch nicht. Schiffbrecher ist mir länger nicht mehr untergekommen.
Diese Insel ist die reinste Hölle von denen, die wir haben. Ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von den wilden Palms abgemurkst. Pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um dir zu überlegen, musst du dich selbst ranhalten. Machen wir auch. Holz 10-mal Expeditionsüberlebender. Da glänzt was. So, Stein. Stein. So, okay, krass, sehen wir den Weg hier nicht so richtig. Wir machen es folgendermaßen. Wir bauen hier nochmal, wenn das geht, so eine Werkbank hin. Genau, hier ist ja relativ hell. Ja, ich würde sagen, die packen wir hier hin. Oh, wir müssen essen und ist kalt. Okay, wie essen wir denn was? Ich glaube, da müssen wir in den Rucksack. Ins Inventar. Und wir haben hier Eier. Entsorgen, abwerfen. Shift, Hälfte nehmen. Wie können wir denn essen? Können wir das über... Moment, über E... Und über 1, 3, nee. Sphäre. Ah, okay. Q ist Sphäre werfen. Wir wollen jetzt aber essen. Überall auf dem Archipel zu finden. Hälfte nehmen, eines nehmen. Steuerung. Wo müssen wir es jetzt hinmachen? Entsorgen. Gewicht. Ich schnall's nicht. Ah! Okay. Hä? Wie habe ich das gerade gemacht? Ich glaube, rechte Maustaste habe ich gedrückt. Beerensamen, Saatgut. Ah, Anbau von Beeren, okay. Nein. Ich glaube, wir müssen mal hier so ein Pell irgendwie verkloppen. Und wir... Ah, okay, Sättigung steigt. Wir sind unten bei, also steigt bei 50. Und jetzt verkloppen wir hier mal so ein paar Hühner. Hm. Ja, komm her. Oh, wir sind gleich tot. Aber wir müssten jetzt Fleisch im Inventar haben. Da. Jawohl. So. Ja. Die sind zwar so süß und so lieb, aber wir müssen irgendwas essen. Okay, im Nachhinein können wir nichts machen, ne? Wenn die hier so rumliegen. Hm. Nö. So, wir werden weiterhin... Es wird schon wieder dunkel. Weiterhin mal looten, was hier so rumliegt. Okay, da haben wir die Steine.
Palladium. Ne, Palladium. Ja, ich glaube, die Keule ist stärker, oder? Oh, Level erhöht, sehr gut. Sorry. Heißen die Viecher alle Schickpri? Würde mich interessieren, oder ob die alle irgendwie anders heißen. Holz, nee, Erz. Erz ist, glaube ich, gut. Erz nehmen wir mit. Jetzt doch gerade Geräusche gemacht. Hier ist doch bestimmt noch ein Hühnchen in der Nähe. Nö. Tutorial. Öffne im Menü Technologie, Bildschirm und schalte Palsphäre bei. Das machen wir mal. Technologie. Palsphäre. Freischalten. Ja. Palbox. Ja. Freischalten. Woran macht er das fest? Ob wir es freischalten können? Ach, hier! Technologiepunkte. Bauwerk Holztruhe. Ah, okay. Antiktechnologiepunkt. So. Reparaturbank, yes. Holzbauset sieht aus wie so ein Fundament. Ein Bogen. Wir haben ja eben ein paar Pfeile aufgesammelt, gerade am Anfang. Mieses Bett. Machen wir einfach alles. Alles, was wir jetzt können. Stoff. Normaler Schild. Steinspeer. Jo. Das war's. Was ist das? Paldex. Chikipi. Okay. Ah. Ja, ich check's gerade. Wenn uns kalt ist, geht unsere Gesundheit runter. Okay. Wir gehen hoch zum Feuer. Das ist ja nicht Sinn und Zweck, dass wir eben gegessen haben und jetzt hier gleich sterben. Oh, wo war denn? Wir müssen uns unbedingt eine Fackel bauen, dass wir hier ein bisschen mehr sehen. Sehr gut. Ah! So, wir können wieder irgendwas bauen. Eine Reparaturbank. Die packen wir erstmal daneben. Okay. Ey, ist die falsche Richtung. Naja, macht nichts. Okay, braucht schon ein bisschen länger als die erste Werkbank. So. Okay, wo kriegen wir Bekleidung her? Das ist die Frage. Produktion. Pal. Eine Palbox, eine Holztruhe, Nahrung, Infrastruktur, okay, mieses Bett, ein Strohbett, Lagerfeuer, gut, Lagerfeuer haben wir ja hier, kostet 10 Holz und wir haben ja hier ein Feuer, deshalb lassen wir das mal, eine Holztruhe brauchen wir auch noch nicht, eine Palbox, was kostet die denn? Stein. Wir haben nicht genug Stein. Ja, ist ja auch doof, ne? Sobald ich hier rausgehe. Eine Ballsphäre. Stoff. Durchverarbeitung von Wolle. Okay, fehlt noch ein bisschen. Ach, da muss ich diese Schafe, diese Schafviecher wahrscheinlich platt machen. Hiermit
Ah, hiermit kann ich Sachen reparieren. Okay, mir fehlen aber Steine. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Ah, okay, der will, ich check's. Wir sollen dieses, ich glaube, dieses Pal-Ding hier bauen, das hier. Da müssen wir Stein abbauen. Aber unsere Energie geht langsam in den Grünbereich. Und ich will jetzt ungern riskieren, dass wir jetzt durch die Nacht laufen und wieder alles weg ist. Du hast ungenutzte, oh, du hast ungenutzte Statuspunkte. Dann gehen wir da mal rein. Wo waren die denn? Einen. Gibt es hier sowas wie Resistenz? Also Lebenspunkte, Ausdauer und Angriff. Ich will jetzt einfach mal sagen Lebenspunkte. Körperschilde, Gleiter. Nahrung. Da unten. Ah, ne. Ich sehe es halt noch unnötig, dass wir jetzt irgendwie eine Holztruhe bauen, oder? Mieses Bett. Fasern. Oh. Das ist aber alles irgendwie dazugekommen. Ein Holzfundament. Okay. Hä, was war das? Holzfundament. So. Gucken, rasten die aneinander? Ja. So, und dann können wir hier Wände bauen. Wände kosten 2. Muss ich jetzt... Oh, wei. Muss jetzt jedes Mal, bei jedem Teil... Muss ich aufbauen... Ah, ist ein bisschen nervig. Nee. Ah, ich komme nicht ganz klar mit der Steuerung. Eine Holztür. Nee, falsch. Eine Holztür und noch ein Fenster hier vorne, oder? So. Och, nee. Jetzt habe ich die ganzen Dinger da weggeschossen, ey. Ist doch kacke. Kann ich die wieder aufsammeln? Nee. Sind weg, ne? Och nö. So, können wir ein Dach draufsetzen? Schräges Holzdach. Holzdach, so ein normales. Haben aber kein Holz mehr. Aber es ist Tag. Die Kälte ist weggezogen. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Beeren, sehr gut. So, wir ernten ein paar Beeren, damit wir auch ein bisschen Nahrung haben. Wir haben wieder 600 Lebenspunkte, das ist doch gut. So, und den Pummeluff, den nehmen wir mal mit. So, haben wir irgendwas bekommen? Rote Beeren? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Baum platt. Oh ja, das gibt schön Holz. Da lohnt sich ja das Stöckersammeln gar nicht. Fasern kriegen wir auch jede Menge. Wir gucken mal gerade, wie viele Inventarpunkte haben wir denn? Also wir haben schon mal 6, 37, 23. Ja, das passt. Wir sind schon wieder hungrig. Ja. Energie steigern, würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der sehr wichtig ist.
Aber erstmal bauen wir noch ein bisschen ab. Oh. Du schleppst so... Ich habe mich gerade gewundert, dass wir können hier nicht rumlaufen. Okay. Dann müssen wir ins Inventar. Punkte haben wir keine mehr. Jetzt müssen wir irgendwas wegschmeißen, oder was? Oh, 50 Kilo zu viel. Dann würde ich fast sagen, werfen wir... Ja, können wir jetzt abwerfen. Och, nö. Das ist ja doof. Müssen wir jetzt alles... Jetzt haben wir wieder zu viel. Ist doch blöd. Was ist denn hiermit? Wie schwer ist das denn? Erz brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht, oder? Ja. Okay. Hungrig. Okay, wir essen erstmal. Was? Okay, können wir nicht. Da, ja. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir hier oben auf jeden Fall mal die Hütte weiter, bauen Lagerfeuer mit dazu. Und dann wird das halt unsere erste Basis. So. Wir wollten ein Dach auf jeden Fall noch hier hinpacken. Sehr gut. Und noch eins. So. Damit haben wir unsere erste Hütte. So, wo hat man das Lagerfeuer? Da kostet 10 Holz. Okay, wir haben seins da vorne. Ich würde sagen, unseres kommt direkt hier vorne hin. So, okay, sehr gut. Keine benötigt Feuerzeugung. Benötigt Feuererzeugung. Okay. F-Rezept. Ah! Okay, sehr gut. Shikipri. Da können wir irgendwie so einen Spieß machen. Produktion beginnen. Ah, okay. Müssen wir wieder braten. Mensch, das haben sie ganz witzig gemacht. Das macht Bock. So, erhalten. Was können wir noch? Wir haben 5 Eier. Machen wir mal. Warten wir uns jetzt mal 5-mal Spiegelei. Ja, es dauert natürlich auch, ne? So, erhalten. Sehr gut. So. Was gibt es denn noch, was wir hier Interessantes machen können? Die beiden Bänke haben wir. Das Ding hier. Da brauchen wir Stein. Müssen wir Stein abbauen. Das machen wir doch mal gerade. So, ist die Frage. Können wir den hier auch abbauen? Nö. So, wir haben hier schon mal einen Stein. Ich glaube, das ist das Erz, was wir vorhin abgeworfen haben. Da haben wir noch einen. Sehr gut, Stein. Okay. Ausdauer müsste ein bisschen hoch. Und ich glaube, das reicht schon. Wir müssen halt aufpassen wegen dem Gewicht, dass wir nicht so viel aufnehmen. Und es dämmert, glaube ich, schon wieder, oder? Oder kommt mir das nur so vor? So, damit bauen wir die Palbox. Und ich würde sagen, die Palbox, die kommt hier hin. Es kann nicht gebaut werden, das mit einem anderen Objekt. Hä? Kann in diesem Bereich nicht gebaut werden, da es zu nah an einem speziellen Boss-Bauwerk. Verstehe ich nicht.
Palbox. Okay, kapiere ich nicht so ganz. Der Bogen. Ah, hier unten geht's. Okay, hier unten geht's. Vielleicht packen wir es einfach. Hä? Ja, dann machen wir es einfach dahin. Zwei. Eins. Ready. Steady go. Palbox Management. Okay. Ach, da kommen unsere Viecher später rein. Lagerverbesserung. Baue Holztruhe. Setze ein Pal für Arbeiten im Lager ein. Schnellreisepunkt. Gut zu wissen. Dann hätten wir eigentlich direkt unsere Hütte hier unten hinsetzen können. Okay, das war oben auch nur ein erstes Experiment. Ja. Holztruhe. Holztruhe. Ja, die kommt dahin. Und ich würde sagen, bauen wir direkt noch eine. Zack. Und die nächste. So, schauen wir uns doch mal an. Was brauchen wir denn nicht? Also dieses Pallium brauchen wir, glaube ich, erstmal noch nicht. Kleine Palseele. Verschieben. Ich glaube, Gold. Nimmt Gold überhaupt Gewicht? Ah, nee. Gold nimmt kein Gewicht weg. Heißt das, glaube ich, hier oben. Das Holz nimmt 63 Kilo weg. Und wir haben hier aber auch gar nicht so viel. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir nehmen hier unser Erz, was wir eben abgesammelt haben. Und legen das doch mal direkt in unsere Box. Ne? Dass das auch gar nicht verloren geht. Okay. Ach, hier ist die Haltbarkeit von den Lebensmitteln. Jetzt verstehe ich. Wo ist denn unsere Ernährungsanzeige? Die war doch eigentlich unten. Egal, wir essen mal ein Spiegelei. Würde ich sagen. Ja. Super. Super. Okay, da liegt das tote Pal. Was ist denn das Blaue da? Ach, das ist... Ah, ich verstehe. Das ist die Begrenzung, wo wir, glaube ich, unsere Basis bauen können. Und ich würde sagen, wir bleiben hier auf diesem Archipel. Und hier ist für mich der ideale Platz für unsere Hütte. Bauen erstmal wieder Stein ab. Ein bisschen, ne? So, 10 abgebaut, mal 3 Kilo, heißt 30 Kilo. Dass wir das nur im Auge haben. Ah, kommt zwischendurch immer mal ein bisschen Erz. So. Und wir haben immer noch genug. Müssen jetzt um die 90, genau, 90 Kilo, 93 Kilo sein. Waffenbruch. Okay, wir müssen die Axt, glaube ich, reparieren. Erstmal lagern wir den Stein hier drin. Ja. Jetzt reparieren wir die Axt. Wobei, ich habe auch keine Lust, jetzt immer hochzulaufen. Ja, wobei, einmal machen wir es und dann bauen wir uns gleich alles hier unten auf. Und wir bauen jetzt eine schöne große Hütte. So, weil wir wollen ja nicht, dass die Axt kaputt geht. Da. Stein. Oh. Okay. Wir brauchen doch zwei Steine. Dann bauen wir doch zwei Steine ab. Ah. Geht nicht. Dann nochmal hier.
Eins. Zwei. Komm, einen noch. So, müsste reichen. Holz haben wir genug. Ich glaube, wir haben 21 Holz. Ja, hoch da. Und das müsste jetzt eigentlich klappen. Oder? Sieht immer noch so rot aus. Nee. Ja, passt. Sehr gut. Okay. Und bevor die Nacht ankommt, wollen wir da unten auf jeden Fall eine kleine Hütte bauen. Das machen wir auch. So, und zwar hier drin. Den nehmen wir mal gerade auf. Okay, den wollte ich nämlich eigentlich abbauen. Dafür das Ganze. Und das probieren wir mal weiterhin aus. Wir haben ja Gewicht frei. Mal gucken, ob wir den komplett wegkriegen. Ja, sehr gut. Okay. In die... Nee, nicht Produktion. Bau, da wollen wir hin. Also, es gibt... Und wir gehen mal hier vorne hin. Also das ist blöd, dass wir hier jedes Mal rein müssen. Ah, doch nicht. Man muss nur wissen, wie. Sehr gut. Fundament kostet nur 2 Holz. Das ist schon mal sehr nice. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es auch. So. Kosten 2. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall ein wenig Holz. Okay, wir müssen dringend was mit der Ausdauer machen. Die geht nämlich ziemlich schnell runter. Hier machen wir eine normale Wand. In der Mitte hätten wir gerne ein Fenster. Dann hätten wir gerne, ich würde sagen, hier die Tür. Dann neben der Tür ein Fenster. Dann hier zweimal ohne. Okay, müssen wir erstmal reinbauen. Sehr gut, Level hoch. Und dann hier auch Fenster. Ja, okay. Also mit der rechten Maustaste können wir hier öfters so einen Punkt setzen. Mit der linken Maustaste müssen wir jetzt mal wieder ins Menü rein. So. Und jetzt hätte ich gedacht, wir bauen hier ein Schrägdach, oder? Können wir aber nicht, warum können wir es nicht oben setzen? Bauen neue Folge zum Menü. Verstehe ich nicht so ganz. Schräges Holzdach. Muss wahrscheinlich... Ah, Moment. So, umdrehen. Und umdrehen. Und jetzt würde ich doch sagen, müsste das doch funktionieren, oder? Nein. Warum denn nicht? Ach. Ich muss erst ein Holzdach bauen. Ich wollte aber eigentlich... Och, nö. Das ist doch doof. Okay, mal gucken. Wir arbeiten mit einer Holztreppe. Hier hin, oder? Der ist doch blöd. Hätten wir, glaube ich, größer machen müssen.
Da machen wir es ganz easy. Nicht mit Bauwerk verbunden. So. Und ich glaube, jetzt können wir von außen das Dach draufsetzen. Ja, bin ich noch nicht so einverstanden mit. Okay, das Gute ist, die ragen ja nicht raus, ne? Obwohl die größer sind. Und ich finde es hier irgendwie als als Limitierung irgendwie gar nicht so schlecht. Der Besucher ist wieder gegangen. Welcher Besucher denn? Okay, hier kriegen wir es nicht hin. Ne, und oben... Nee, oben will er einfach nicht. Okay, aber wie kriegen wir denn jetzt ein anständiges Dach oben hin? Man weiß es nicht. Ah! Wir bauen jetzt hier erstmal eine Treppe. Das müsste doch, genau, müsste doch funktionieren. So, dann haben wir das schon mal. Sehr gut. Können wir das eigene Haus wieder platt machen? Ja. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt da so eine offene Fläche oben haben, Material, oh, wir brauchen Holz, ob wir mit der Holztreppe von außen nach oben gehen können. Das wäre geil. So, erstmal brauchen wir Holz. Plätten wir nochmal zwei Bäume. Sehr gut. So, das müsste erstmal reichen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir... Wieso kann die denn nicht gerade... Doch, geht jetzt. So, jawohl. Okay, das geht schon mal. Machen wir das? Ja doch, wir probieren es aus. Und nehmen nochmal eine. Nicht mit dem Bauwerk verbunden. Warum geht das denn nicht? Müssen wir es mit einem Fundament verknüpfen? Das würde ja Sinn machen, ne? Aber dann müssen wir ihmchen hier wieder kaputt machen. Machen wir mal. So. Fundament. Ne, geht auch nicht. Da testen wir. Machen wir die Treppe mal wieder weg. Machen Fundament hin, dann die Treppe drüber. Vielleicht ist das ja Trick 17. Okay, das passt schon mal. Dann die Treppe. Passt auch. Wieso? Doch, das geht. Okay, sehr gut. Und das wäre toll, wenn das jetzt geht. Und es geht natürlich nicht. Doch! Lalalala. Sehr schön. Sehr schön. So. So, also der nimmt die auch nicht immer so, wie er sie nehmen soll. Okay, wir improvisieren ein bisschen bei unserer Hütte. So. Also, warum man das Dach jetzt nicht weiter hochsetzen kann, das checke ich noch nicht so ganz. Es kann nicht gehört werden, dass es sich mit anderen Objekten oder Charakteren überschneidet. Ich will es so einfach nur höher setzen.
So geht's. So ging's gerade. Hier. Oh, ist das eine komplizierte Kacke. So. So und dann drehen. Okay. Es ist halt ein bisschen tricky. Man muss hier... Okay, da passt's wieder. Okay, Baumodus, der ist... ja, anders wild. So. Mann, so. Und ich check's auch nicht, ne, mit der rechten Maustaste. Ich check's noch nicht. Ich überlege, wollen wir... Das lassen wir hier, oder? Das hier oben ist wie so eine Veranda. Kommen wir hier hoch. Und dann können wir hier was untersetzen und hier auch. Und hier ist halt frei. So eine halbhohe Wand wäre noch cool. Oder wollen wir es doch zumachen? Ich weiß es ja nicht. Oder wir machen, Moment, wir machen es mal. Wir probieren es mal jetzt ganz wild aus. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also erstmal bitte... Bitte irgendwo einrasten. Auch nicht da drin. Nein, hier oben bitte. Raste doch ein. Raste doch ein. Er war irgendwo gerade. Er war... Na, wir geben nicht auf. Wo war er denn? Halleluja. Also das müssen die unbedingt... Ja! Mit einem nächsten Update beheben. Wer ist er? Hä? Oh, wir müssen Feuer machen. Wir müssen... Moment. Moment. Sonst erfrieren wir gleich. Wir müssen ein Lagerfeuer machen. Ein Lagerfeuer. Ich würde tatsächlich sagen, einmal hier. So. Und am besten noch eins. Hier. Damit wir auch gar nicht auf die Idee kommen, in irgendeiner Art und Weise zu erfrieren. So, okay. Ich hätte ja schon gern das Dach noch mal ein bisschen nach unten versetzt. Und wir tragen jetzt erstmal ihmchen hier ab mit der Spitzhacke. Okay. So, weiter geht's. Ah, es wird... Warum wird's denn kalt? Wenn wir uns zwischen den beiden Feuern befinden. Das ist nicht so nice. Warum ist der Radius denn so klein? Nicht genügend Material. Oh, es neigt sich dem Maximum entgegen. So, hier sind die Kisten. Würde ich sagen, Stein befördern wir hier rein. 101, krass. Also hier passt anscheinend irgendwie total viel rein. Ihmchen auch. Und dann würde ich sagen, essen wir mal ein Rührei, weil die verfallen in 3 Minuten. Das ist ein bisschen doof. Okay, wir müssen hier, glaube ich, aus dem Kistenmenü raus, ins Inventar rein und ein Ei essen. Schwupp. Ja. Okay. Und wir müssen irgendwie was zum Anziehen machen.
Bau. Bau, 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 bau. Ich würde gern Holzfundament hier runtersetzen. Geht aber nicht. Es kann nicht gebaut werden, dass sich mit anderen Objekten überschneidet. Okay. Ich glaube, wir müssen ihn hier wieder wegmachen. Ah, ich check's. Das kleine Vordach, was wir hier gemacht haben, muss weg. So. Dann nehmen wir Holzfundament. Nochmal Holzfundament. Super. So, und ich würde sagen, wir brauchen mal wieder Bäume. Laufen mal kurz in die Kälte. Und bauen ab. Dum-di-dum. Dum-dum. Komm, platt. Ah. Wie lange müssen wir noch warten, bis der hin ist? So. Der ist aber widerspenstig. Krass. Ist das so ein unendlicher Baum oder was? Kann doch nicht sein. Oh, du hast ungenutzte Statuspunkte. Sehr gut. Na, ich check den Baum nicht. Also, Waffenbruch. Hungrig. Okay. Okay, ich guck gerade. Ich will nämlich auch nicht, dass das Video ganz so lange geht. Will aber auch das Haus jetzt noch eben abschließen. So, dann machen wir erstmal die Waffe heile. Jetzt nehmen wir natürlich wahrscheinlich wieder Rohstoffe. Ihmchen. Stein, war dann logisch. Und das ist doof, weil wir haben irgendwie 100 Steine in der Kiste, die werden aber nicht erkannt. So, das heißt, wir müssen jetzt hier reingehen. Und hier ist jetzt die Frage. Jetzt gucken wir uns mal gerade an. Wenn wir jetzt den Batzen Steine nehmen, können wir ein paar Steine auswählen? Nee. Das ist doch blöd. Jetzt kann ich nur 100 Steine auswählen. Aber dann bin ich ja sofort überladen. Ah, Moment. Moment, Moment. Eines nehmen. Moment, die Hälfte nehmen. Linke Maustaste. Ah, okay, okay. Ich schnall's, ich schnall's. Steuerung gedrückt halten, dann draufdrücken. Also ein bisschen complicated. So, und rein. La, 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 la. Und hoch da. So. Schnupp. Okay. Das passt. Dann wieder runter. Und jetzt machen wir eben die Hütte weiter. So, und zwar, wir haben jetzt die beiden Podeste gesetzt, aber wir wollen hier ein Schrägdach ansetzen. Und es sollte ja irgendwie funktionieren. Das ist geil. Machen wir mal. Aber jawohl, genau das wollen wir. Und Moment, wo ist er hingewesen? Der war doch gerade da. Okay, hungrig sind wir auch. Yes. So. Und ich würde sagen, das verschließen wir. Damit. Und auf der anderen Seite auch. Und dann sieht es nämlich ganz nice aus. Yep. So, und dann ist die Frage, ob wir unten auch noch was Ding dran setzen wollen. Ja, sieht ganz nett aus.
Da auch. Du hast nicht genügend Material. So, Holz, 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 Holz. Bei den Bäumen geht es wesentlich schneller als bei dem da hinten. Das müssen wir da mal in der nächsten Folge mal austesten. So, okay. Nehmen wir mal mit dem Busch. Ich glaube, die Rohstoffe wachsen auch nach. Oder? Die Büsche hatte ich doch eigentlich alle eingesammelt. So. Yes. Okay. Raus da. Dann haben wir hier einmal die Treppen. Wir haben hier oben unser Dächlein. Dann haben wir das hier. Theoretisch können wir mal gucken, ob wir hier eine Treppe bis nach unten setzen können. Das wäre auch cool. Das wäre sehr geil. Aber... meine Lieben, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann ist das natürlich wunderbar und es freut mich, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde sagen, wir machen hier einmal einen Cut rein, ja, und starten dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wie gesagt, danke, wenn du bis zum Ende geschaut hast. Das war's von mir. Bis bald. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt Spaß und bis dann. Ciao.